Sechster Dungeon. Alte Ruinen. Muss ich noch mehr sagen? Ich denke nicht. Willkommen zurück. Es geht weiter. Und es wird wieder eng. Leider haben wir kein Schild, deswegen können wir gegen diese Gegner, die eigentlich kein großes Problem sind, nichts machen. Aber ich habe was Interessantes in den Kommentaren gelesen. Jetzt mit unserem Level 2 Schwert können wir Krüge einfach wegfetzen. Wir brauchen gar nicht mehr die Krafthandschuhe dafür. Oder Kraftarmbänder, besser gesagt. Ich, Depp, hab da in der letzten Folge immer gewechselt, ey. Ja gut, aber auf der anderen Seite, woher hätte ich das denn wissen sollen? Okay, und hier brauchen wir offensichtlich die Schleuder mit Glutkernen. Also los, mach Feuer. Links, rechts und das passt. Sehr gut, weiter nach oben. Da freue ich mich. Nee, aber das ist wirklich genial. Also, du sparst ja nicht nur Zeit dadurch, sondern auch Nerven. Und dieser Rubin hier, der wirkt mir ein bisschen zu auf dem Serviertablett präsentiert. Da stimmt doch was nicht. Oder? Ja, auf jeden Fall stimmt da was nicht. Allein schon wegen den ganzen Amos-Rittern hier. Ja, ah ja, klar. Ah ja, klar. Oh, springen auch noch. Super. Vermutlich bricht der ganze Scheiß hier gleich auseinander. Ja. Oh nein. Der Pegasus-Scan hat aufgehört zu wirken, aber hat mir einfach einen weiteren gegönnt. Holy shit, das war knapp. Die Wände haben sich bewegt. Habt ihr das gesehen? Das war wirklich ganz, ganz eng. Ich glaube, 2-3 Sekunden hätte ich nur noch gehabt. Und das wird prämiert mit dem großen Schlüssel. Aber warte, das heißt, wir sind ja schon fast durch, oder? Ja, den Boss-Key bekommt man eigentlich kurz vorm Schluss. Naja, wobei, das trifft wohl nicht so ganz auf diesen Tempel hier zu. Gibt noch eine Truhe und ziemlich viele Räume. Außerdem haben wir noch gar nicht gegen den Zwischenboss gekämpft. Was ist denn da los? Ah! Die Treppe hier. Die ist neu. Jetzt wissen wir zumindest mal, wie wir weiter nach oben kommen. Oh, Vorsicht. Diese alten Schabracken hier, die wissen, wie sie mir auf den Zeiger gehen können. Ah, da kommt die Rache, der Gegenschlag, der fetzende Gegenschlag ins eh schon halb herunterfallende Gerüst. Ne? Auf euch wartet nur der Tod. So, den Raum kenne ich doch. Hier waren wir doch schon mal. Ich dachte, das wäre eine Sackgasse, aber ist wohl nicht so. Und was ist jetzt mit dieser Truhe da? Habe ich die verpasst? Ah, nee, warte. Moment. Auch an die kann ich mich erinnern. Die war doch auf so einer Mauer gelegen, ne? Das heißt, das könnte hier sein. Einfach darunter springen. Oh, noch eine Fee. Eins muss man aber sagen. Man wird in diesem Dungeon relativ häufig geheilt. Das ist sehr fair gehalten. Ah, ja, okay. Hier sind wir richtig. Siehst du? Na, dann wird der Rest doch ein Selbstläufer. Weil allzu kompliziert kann es jetzt eigentlich nicht mehr werden. Wir haben den Schlüssel für die Tür da oben und ja. Viel wird da, wie gesagt, nicht mehr auf mich zukommen. Habe ich das Gefühl. Aber da jetzt nach oben zu gelangen, ist vielleicht nicht ganz so einfach. Deswegen schieben wir das einen Ticken nach links und dann geht's. Yeah! Aus dem Weg, ihr scheiß Schlangen. Kann ich noch ein Herz bekommen, bitte? Für den Fall, dass es hier gleich Stress gibt. Oh, ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt. Was bist du denn für einer? Graf Dracula? Ich bin Wire, Onox, ergebener Gefährte. Wie ich hörte, versucht jemand Onox aufzuhalten. Dabei bist du nur ein Kind. Na und? Prima. Mit dir werde ich fertig. Meinst du? Nur weil ich so jung bin? Wow. Alter, der geht voll ab. Ich sehe ihn nicht mal. Da. Komm her, du Weichei. Ich dachte, ich bin nur ein Kind, hä? Das heißt, du solltest doch gar keine Angst haben. Ich treffe ihn nicht. Vielleicht brauche ich auch den Bumerang. Nö. Ich spring nur einfach immer über ihn drüber. Wie dumm. Du nervtötender Stirbster, warte! Vielleicht solltest du aufhören zu labern. Und lieber auf die direkte Konfro gehen. Wo bist du? Komm schon!
Ich warte. Mann, du Kackloser, komm her. Er ist voll reingeflogen in mein Schwert. Ich hab gar nichts gemacht. Richtiger Dulli. Nun helfen Sie, mir reicht es. Nun ist Schluss. Musst du eigentlich jeden Gegentreffer kommentieren? Ist ja furchtbar. Dem seine Angriffe sind aber teilweise auch zielsuchend. Da müssen wir schon aufpassen. Na, crap. Nein! Ja, er versucht immer von der Seite anzugreifen und irgendwann geht er dann direkt auf einen los. Diesen Moment müssen wir halt nutzen. Oder ich gehe auf ihn zu. Nee, das wird nix. Jetzt kommt er! Und kriegt. Sehr gut. Ja, lass ihn, lass ihn. Ist auch das erste Mal, dass er jetzt nichts dazu sagt. Scheint beeindruckt zu sein, der Gute. Boah, aber das ist eine Nervensäge ohne Ende. Ich mach's, glaube ich, weiter jetzt ohne Wirbelattacke, dann komme ich nämlich schneller an ihn ran. Gut, du hast es nicht anders gewollt. Wie, was, wo? Oh, jetzt fliegt er aber. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Greifenfeder. Tot? Lol, was ein Opfer. Ah! Ich muss für die Überschätzung meiner selbst zahlen. Aber ich werde Onox hiervon berichten. Und eine Fee droppt da auch noch. Also da fand ich den Tiger aus dem letzten Dungeon aber schwieriger, du. Naja, was soll's? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen heftig. Aber wenn wir einen Zahn zulegen und schön durch die Gegend hopsen, dann wird schon nichts anbrennen. Denke ich mir. Und funktioniert bis dato auch ganz gut. Aus dem Weg. Was hat mich denn jetzt da abgestoßen? Da ist der Schwertlaser wieder weg. Aber viel kann dennoch nicht mehr passieren, Leute. Wir gehen mit großen Schritten zum Boss des 6. Tempels. Hä, was wollen die von mir? Ach so, schon geschafft. Hä? Ist das dann hier einfach so ein Glücksspiel oder was da los? Ich habe keine Ahnung. Die Treppe war vorher aber noch nicht da. Seien wir einfach froh. Ach, und ich hab's doch am Anfang schon gecallt. Schattengrabscher. Natürlich sind sie hier in den antiken Ruinen auch am Start. Alles andere hätte mich auch enttäuscht. Aber ich gehe denen trotzdem, so gut es geht, aus dem Weg. Moment, verriegelte Tür? Gegner? Ich muss sie besiegen? Cool. Weil normalerweise kannst du die Dudes ja nur besiegen, wenn du sie irgendwo runterschubst. Aber ich hab so das Gefühl, diese Kugel hier hilft mir dabei. Juhu, 2 auf einmal. Perfekt. Easy. Oh je. Oh je. Ziemlich viele Amos-Ritter und Schattengarden und Pyramagus. Warte. Gegen Pyramagi hat doch sehr effektiv das hier geholfen. Mist. Geht es auch gegen diese Trottel? Nö. Leider nicht. Na Mann, verschwinde. Jetzt aber. Nein! Zu früh. Ich bin so blöd. Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Und jetzt. Okay, nach einer halben Stunde habe ich den dann auch mal losbekommen. Sehr gut. Nee, warte, der Bumerang hat gegen die Schattengarden ja, glaube ich, nichts geholfen. Deswegen machen wir es mit unserem Level 2 Schwert. Ist auch einfach genug. Schön auf Distance gehen und dann gib ihm. Yeah. Na, was mit euch? Wollt ihr nicht? Echt nicht? Hab fest damit gerechnet, dass sie mich auch noch angreifen. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das noch, wenn wir hier das Rätsel gelöst haben. Zerfix. Ja, müssen alle aktiviert werden, ist mir schon klar. Ja! Am Anfang zwar schlecht angestellt, aber dann 2 auf einmal. Da der erste schon lange aktiviert war, passt das! Ihr schon wieder. Ich hab keinen Bock auf euch. So, jetzt sollte man langsam mal vorsorgen, weil viel kommt da nicht mehr. 1, 2 Räume. Dann sind wir da und ich glaube, mehr als aufs Trampolin springen ist das jetzt auch nicht mehr. Oder? Ah, ich vergesse jedes Mal, dass man da nach vorne lenken muss.
Ja, doch, doch, doch. Da müssen wir uns noch durchwursteln. Ja, aber ist auch kein Problem, oder? Ich meine, man sieht ja, dass da rechts neben mir noch ein großes Loch ist. Das kriege ich auch mit Augenmaß hin. Warte. So, hier ungefähr, genau. Ups. Mhm. Das passt. Nächster Farbschalter und dann sollten wir durch sein. Oh yes. Bin gespannt, was da auf mich zukommt. So, auf der anderen Seite war, glaube ich, auch noch ein Loch. Ich weiß jetzt nur... Oder nee. War nicht. Da ist eine Treppe. Ah. Ja gut, dann so. Sonne recht sein. Angenehm. Okay, wir bekommen Bomben, wir bekommen eine Fee. Alles klar. Aber ich bleibe jetzt trotzdem mal beim Level 2 Bumerang, weil, naja, das ist das Dungeon-Item. Und ich kenne dich doch. Bist du nicht Mannhandler? Oder? Und ja, der Bumerang wirkt. Der Bumerang wirkt. Und ich habe irgendwie das Problem, dass mir der Boden nicht so zusagt mit seinen beweglichen Plattformen. Was weiß ich. Fliesen sind nicht so meins. Okay, es scheint so, als könnte man ihn nur verletzen, wenn die Mäuler die Fresse aufmachen. Ist ja auch nur naheliegend irgendwie. Ich weiß halt jetzt nicht, ob der Bumerang ähnlich viel Damage macht wie das Schwert. Aber ich werde jetzt erstmal dabei bleiben. Oh ja, doch, das war eine gute Idee, denn eins der vier Mäuler ist bereits kaputt. Sehr schön. Jetzt wird aber auch aggressiver, habe ich das Gefühl. Aber das scheint eine Variation von Mannhandler zu sein. Das ist nicht die Originalversion, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass der jemals auf so einem Schleimi herumspaziert ist. Also wer ihn nicht kennt, ein sehr einprägsamer Boss aus dem allerersten Zelda, aber auch in Hyrule Warriors kam er vor. Also wenn ich mich jetzt nicht vertue, ne? Vom Design her erinnert mich der Gegner halt nur an Mannhandler. Kann natürlich auch eine andere Bestie sein oder eine verwandte Form. I don't know. Ja, aber doch, das ist schon recht ähnlich zu Mannhandler. Bis jetzt eigentlich nicht wirklich schwierig, halt nur zeitaufwendig das Ganze. Und er wird immer schneller, das ist das Problem. Deswegen treffe ich ihn gerade nicht so häufig. Aber das hat gesessen. Können wir nachsetzen? Ja, ein bisschen auf Verdacht geschmissen. Ja, doch, der hat getroffen jetzt. Ich habe so das Gefühl, ein Kopf hat immer drei Leben. Oh ja. Und der ist auch weg. Nur noch einer übrig. Knapp daneben, ist auch vorbei. Leider zweimal nichts geworden. Bisschen auf Verdacht schmeißen. Ist nie verkehrt. So, zack. Und hier nochmal. Ja, der hat gesessen. Okay, jetzt nur noch gegen den Stamm. Gegen diesen ekelhaften Stamm. Okay, da muss ich wohl mit dem Schwert draufzimmern auf diesen komischen roten Rubin. Und er scheint down zu sein. Ja, nice. Dann haben wir den doch eigentlich relativ easy und schnell abgeschlachtet. Krass, Moon. Also, was den Dungeon an sich angeht, war es der schwierigste bisher. Die Bosse fand ich jetzt allerdings im fünften Tempel schwieriger. Sowohl Zwischenboss als auch Hauptboss. Vielleicht habe ich mich aber bei beiden auch einfach nur blöd angestellt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir hier durch und ich bin sehr froh drüber. Du erhältst den wehenden Wind. Eine Essenz der Natur. Süße Früchte reifen heran, wenn der wehende Wind Pollen heranträgt. Oh nein, bitte nicht. Ich habe eine Pollenallergie. Wobei ich in den letzten zwei Jahren, also dieses und letztes Jahr, kaum darauf reagiert habe. Ich mache mir schon langsam Hoffnung, eine Wunderheilung bekommen zu haben. Wie geil wäre das? Yes! Aber wo ist diese creepy Person hin, die uns am Anfang begrüßt hat? Oder war das dieser Graf Dracula? Tommy, der wehende Wind hat auch mich erreicht. Ich träumte von einem Friedhof im Westen von Hurondorf. Könnte dort eine Essenz verborgen sein? Na, wenn du das so sagst, mit Sicherheit. Finde einen Seeweg, um dorthin zu gelangen. Einen Seeweg? Ja. Meint er jetzt damit, dass wir schwimmen sollen, oder spielt er auf die Piraten an? Weil die Piraten haben bislang in dem Spiel noch keine große Rolle gespielt, aber
Das müsste noch kommen. Es gibt ja ein ganzes Piratenschiff und so eine Wüste, wo auch so ein Skelett rumsteht. Aber er sagte Westen. Ich glaube, dass die Wüste im Osten liegt. War die nicht unten rechts? Doch, ich glaube schon. Oder hier, rechts neben mir? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es demnächst rausfinden. Jetzt wollte ich aber erstmal nicht wieder rauf. Wobei, es war ganz gut, um den Gegner auszuweichen. Ich wollte hier gucken, ob wir vielleicht Glück haben und das Herzteil erreichen. Tatsächlich, Alter, ich hab's geholt. Ja, geil. Nice. Damit können wir auch das ad acta legen, weil es gibt doch nur ein Herzteil durch eine Gaschanuss. Da habe ich wohl mal falsche Informationen bekommen, die dann in den Kommentaren später berichtigt wurden. Also es gibt nur eins und das haben wir hier mit Geilo. Außerdem soll es wohl vor allem zwei Stellen geben, wo das Herzteil relativ häufig spawnt. Einmal hier, glaube ich. Also, wenn ich den Kommentar jetzt richtig im Kopf habe. Deswegen hatte ich hier auch große Hoffnungen. Und einmal bei diesen Ruinen, wo mal Schattengarden rumliefen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Wobei, das könnte sogar auch hier gewesen sein. Moment, das ist ja dann im Entferntesten auch irgendwie der Westen. Es ist halt Nordwesten. Lass mal sehen, Alter. Ja, so. Ich weiß nicht, soll ich mich da jetzt hinporten? Ja, mit den Pegasus-Kernen sowieso nicht, sondern damit. Nee, Moment. Wir gehen jetzt erstmal zurück nach Horondorf und lassen unsere Ringe schätzen. Dann können wir uns immer noch überlegen, wie wir weitermachen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir im Endeffekt eigentlich relativ gut durch den 6. Dungeon durchgekommen sind. Viel besser, als ich es erwartet hatte. Weil, ja, wenn ich ehrlich sein soll, nach dem Debakel im 5. Tempel dachte ich eigentlich, dass jetzt schon so langsam der Tod kommt. Aber wir halten tapfer durch und das ganz ohne den Herzring. Oh yes, oh yes. Ja, alles gut. Die Ringe. Wie viele haben wir denn am Start? Zwei, glaube ich, oder? Wie, gar kein? Gar kein? Was? Und was bist du für ein Vieh? Warum kann ich nicht mit dir reden? Ach doch, hier mit dir. Hast du Fragen zu Ringen? Schätzungen oder Ringe? Worum geht's? Nix. Das ist hier nur Tutorial-Gedöns. Schade. Juckt mich nicht. Keine Fragen mehr. Ja gut, womit machen wir jetzt weiter? Ach, halt. Ich bin doch schon ewig nicht mehr bei dem kleinen Jungen gewesen. Bei XYZ. Mich interessiert's, wie es ihm geht. Offensichtlich nicht so gut. Er sieht aus wie so ein Gestörter. Der rennt sogar von mir weg. Hä, ich hab dir doch nichts getan. Was los? Bruder, was los? Hallo? Ich bin XYZ. Oh, ich hab mit einem Fremden gesprochen. Alter Scheiße, was habe ich angerichtet? Der hat sich irgendwie nicht so gut weiterentwickelt. Sieh nur, XYZ ist gewachsen. Ja, das schon, aber nun... Ich sag mal nichts weiter dazu. Oh, bist du der Papi? Hey, Domi. XYZ macht Fortschritte. Heute habe ich dir wieder etwas zu erzählen. Fortschritte? Der Inhalt einer Gaschanuss ist davon abhängig, wo der Kern gepflanzt wurde. Sag es mir, wenn du eine gute Stelle findest. Ich habe offensichtlich eine gute Stelle gefunden. Mit dem Herzteil drinne. Aber darum soll es nicht gehen. Ich wünsche dir und deiner Frau viel Glück bei der Erziehung dieses Kindes. Also ich weiß nicht, was passiert ist, aber Fortschritte macht er jetzt nicht direkt. Ich sag's mal so. Lass mich nochmal kurz hier in den Shop gucken. Gibt's da irgendwas Geiles, oder? Nö. Ja gut, wenn es so ist, dann werde ich jetzt einfach Nachforschungen anstellen und durchaus probieren, versuchen herauszufinden, wo es weitergeht.
Der Marco-Baum hat ja nur gesagt, dass wir nach Westen sollen. Zu einem Friedhof. Ich kann mich... Was mache ich für einen Scheiß? Diese beiden Dreckskerne sehen aber auch so ähnlich aus, finde ich. Mann, ja. Ich habe noch nirgends einen Friedhof gesehen. Eigentlich kann er ja nur hier oben sein. Allerdings ist das dann halt auch nicht Westen, sondern Nordwesten. Und eigentlich, wenn man es genau nimmt, eher Norden. Naja, egal. Weiß jetzt nur nicht, wo ich mich hinporten soll. Was ist die bessere Idee? Doch, gehen wir mal hier hin. Oder doch nicht? Warte mal. Nee. Halt. Obwohl? Warte mal, ich bin jetzt völlig verwirrt. Wie kommt man denn da? Nee, das war schon richtig. Abbruch. Ich glaube, wir müssen zurück über die Brücke und dann nach oben. Ach, und wenn wir schon mal hier sind, dann sollten wir gucken, wie wir jetzt hier an diese eine Höhle rankommen können. Erinnert ihr euch? Da, genau. Okay, da braucht man den Herbst für. Das sollte doch kein großes Problem sein für Link. Wir schauen. Hier habe ich auch eine Gaschanus gepflanzt. Okay. Gucken wir mal, was drin ist. Ein Ring, ja geil. Gerade waren wir beim Ringschätzer und haben nichts vorzuzeigen gehabt. Ist voll blamiert. Natürlich erhalten wir jetzt einen Ring. Klasse. Okay, wo haben wir denn den Baumstumpf? Ich brauche dringend den Herbst. Herbst, Herbst, Herbst. Es muss allerdings in diesem Gebiet sein. Ja, weil nicht vergessen, wenn wir irgendwo mal über so ein Zaungebiet drüber gelaufen, dann resettet sich das Ganze mit den Jahreszeiten wieder. Beziehungsweise es kommt dann halt die festgelegte Jahreszeit. Verdammt nochmal, ich weiß gerade nicht, wo so ein Baumstumpf ist. Hier oben aber nicht, ne? Da ist die Stelle, von der ich gesprochen habe, mit diesen Rittern. Wo vielleicht der Friedhof ist. Was sagt denn das Schild? Nichts im Prinzip. Na geil. Dann suche ich mal weiter. Aber das war doch ganz in der Nähe. Ich kann mich doch an so einen verdammten Baumstumpf erinnern, Mann. Wo war der? Ich muss ihn finden und nicht runterfallen in so ein blödes Loch. Ich brauche den Baumstumpf. Verdammt nochmal. Zeig dich. Nö, auch nicht. Epic Fail, ey. Hä? Also jetzt wird's echt langsam kurios. Wo ist denn der? Was zum Teufel? Ah, hier! Mann, 30 Kilometer entfernt. Na, dann hoffe ich aber mal, dass der Inhalt in dieser Höhle entzückend ist. So ein Herzteil wäre sehr entzückend, meiner Meinung nach. Hä? Meint ihr nicht auch? Man darf sich ja Hoffnungen machen. So, und ich versuche mal hier übers Wasser dahin zu gelangen. Geht vielleicht schneller, als wenn wir da jetzt nochmal den ganzen Umweg nehmen. Aua, das tat weh. Och nee, und jetzt hat sich da ernsthaft der... ja, das war eventuell ein kleiner Fail meinerseits, aber konnte ich ja auch nicht wissen, dass sich da die Jahreszeit einfach mal so ändert, ja. Bislang war das ja nur in Bereichen der Fall, die umzäunt waren, aber gibt wohl auch einige Bereiche im Wasser, die denselben Effekt auslösen. Blöd gelaufen. Nun gut. Sei es drum. Wir sind da. Können die Dinger zwar nicht zerschlagen, aber hochheben. Voll auf den Sora drauf. Guter Wurfling. Kannst besser werfen als ich. So, und jetzt mache ich mir hier in der Tat Hoffnungen auf ein Herzteil. Schaut doch ganz gut aus, oder? Was meint ihr? Was sollte man denn sonst an einem Ort wie diesen hier verstecken? Komm mir jetzt bitte nicht mit so einem blöden Gascha-Kern. Ah, okay, ein Ring. Naja. Das ist zwar jetzt ein klein wenig enttäuschend, allerdings wissen wir ja auch nicht, was für ein Ring das ist. Und da wir jetzt mittlerweile wieder zwei am Start haben, würde ich sagen, überprüfen wir es. Ja, gut. Unter Wasser lässt sich das nicht verwenden. Aber hier. Überprüfen wir unsere Ringe in hohem Dumpf.
wünscht mir Glück. Ich würde mich ja übelst über den Herzring L1 freuen, weil den würde ich häufiger verwenden als den L2er, der mir, wie gesagt, ein bisschen zu OP ist. Gleich wissen wir mehr. Das ist der Raubschleimring. Okay, da können wir uns in einen Raubschleim verwandeln. Warum auch immer wir sowas tun sollten. Und der hier... Treibsandring. Oh nee, den haben wir doch schon. Im Ernst? Und für so einen Crap habe ich mir den ganzen Aufwand gemacht? Das Leben ist doch einfach unfair. Mann. Na gut. Kann man nichts machen. Schauen wir jetzt, bevor die Folge endet, nochmal hier hoch, um sicherzugehen, dass wir hier richtig sind. Auf dem Weg zum 7. und vorletzten Dungeon. Das wäre klasse. Und vielleicht haben wir hier ja sogar noch ein OP-Versteck. Das wäre ebenfalls cool. Zumindest wenn es mal wieder einer ist, der Money droppt. Ne, kein OP, aber trotzdem Geld gemacht. Läuft. So, und wie ich schon mal sagte, hier müsste es auch irgendwo so ein Gascherfeld geben. Mann, Krepia. Hallo, Krepia, sag ich. Drecksau! Lässt mich nicht mal rein, der Typ. Hallo? Geh ich halt nochmal raus. So, jetzt mach ich dich kalt. Bam! Kurzer Prozess. Ich such mal eben nach dem Feld, auch wenn ich es nicht mehr wirklich benötige. Es müsste hier irgendwo sein. Ja, da. Also hier soll es zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch das Herzzell geben. Vielleicht hilft euch das ja. Ich pflanze jetzt trotzdem mal was ein, warum nicht? Boah, und hier geht die Post ab, ne? Richtig krasse Typen am Start. Die ich nicht bei Nacht vor meiner Haustür stehen sehen will. Und was geht hier ab? Die Macht der Finsternis verwehrt dir den Zutritt. Aha. Jo, und was soll ich dagegen jetzt tun? Macht der Finsternis. Bin ich jetzt hier doch falsch? Ist das der Weg zum letzten Dungeon? Warte mal, Benny, wir brauchen Benny. Aber erstmal brauche ich deinen Tod. So. Benny, I need your help. Wo ist die Flöte? Da ist die Flöte. Was? Oh. Na gut, dann beende ich den Part halt, denn ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Wobei, warte mal, Westen. Westen kann auch das hier bedeuten. Aber warte, hier war eine Brücke, die... Genau, man sieht sogar auf der Karte. Hier war eine Brücke, die komplett gebrochen war. Also wir kommen da nicht rüber. Hä? Wir finden es in der nächsten Folge raus. Danke fürs Dabeisein und bis bald. Ciao.